Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, heute geht es um unseren Kinderwagen, wie ihr hier oben im Titel schon gelesen habt. Denn wir haben mal wieder einen neuen Kinderwagen. Ihr kennt mich ja, ich habe alle 2 Wochen einen neuen Kinderwagen. Genau, und das ist unser BU von Teutonia. Das war schon ein längerer Wunsch von mir. Ich wollte immer so ein BU haben und auch erst recht in dieser Farbe. Das ist wirklich meine Traumfarbe von Teutonia. Und deswegen habe ich mir jetzt diesen Traum erfüllt. Ich wollte euch heute einfach mal zeigen, die Funktion, wie sieht er aus und was kann er alles. Und noch ein paar Eckdaten und dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. Ich hoffe, das mit dem Licht passt alles und ich rede laut genug. Falls ihr irgendwas hört, meine Katze ist da unten gerade, also falls ihr irgendwas geschmatzen oder so hört. Genau, das ist der Teutonia BU. Er hat jetzt hier die Wanne drauf, weil wir die Wanne derzeit ja nur benutzen für die Babys. Und so sieht er im Endeffekt aus. Er hat ein anthrazites Gestell, also so eine Art Grau. Das finde ich bei Kinderwagen total schön, weil ich dieses Silberne einfach nicht mag. Also dieses Aluminium, das sieht für mich immer billig aus. Und deswegen mag ich dieses Anthrazit oder allgemein dunkle Gestelle total gerne bei Kinderwagen. Und deswegen gefällt der mir auch so gut. Was mir auch gefällt, er hat Leder am Griff. Das hier ist alles Leder. Das ist super als, also das ist besser, finde ich, als dieses Schaumstoff, weil das kann man nicht kaputt machen. Das ist halt Kunstleder, aber das sieht einfach viel edler aus und gefällt mir sehr, sehr gut. Genau, das hier ist die Wanne. Dann hat der Kinderwagen Maxi-Cosi-Adapter schon standardmäßig eingebaut. Das finde ich wirklich klasse. Auf Maxi-Cosi-Adapter passen Maxi-Cosi und Cybex. Und ich glaube sogar Kiddy. Also die Maxi-Cosi-Adapter kann man für mehrere Kindersitze benutzen. Ich zeige euch das gleich mal mit unserem Cybex, weil der passt natürlich auch perfekt drauf. Und hier unten steht dann einmal der Sportsitz, ich glaube, den seht ihr auch so ein bisschen, genau, hier ist der Sportsitz von dem Kinderwagen. Denn das hier ist eine Hartschale, ich weiß nicht, ob ihr das ganz genau seht, aber das ist keine Softhalter, sondern so eine richtige Hartschale, die man extra auf das Gestell klicken muss. Das finde ich wirklich schön, aber der Nachteil dabei ist, es nimmt sehr, sehr viel Platz in der Wohnung weg. Denn wenn man die Babyschale braucht, dann hat man den Sportsitz rumliegen, der bei uns wirklich einfach mitten im Weg liegt. Und wenn man den Sportsitz braucht, hat man die Babywanne rumliegen. Klar, die kann man sehr gut zusammenfalten, aber sie steht halt einfach immer rum. Ja, ich würde sagen, fang an mit dem Gestell und mit den Eckdaten vom Kinderwagen. Das Ganze ist, wie gesagt, ein BU von Teutonia. Er ist aus dem Jahr 2014, also schon etwas älter. Aber mir gefallen persönlich die neuen BUs, allgemein die neuen Teutonia, gefallen mir einfach nicht. Und Teutonia ist ja jetzt auch pleite gegangen. Teutonia gibt es nicht mehr. Und deswegen muss man jetzt sozusagen mit den Resten auskommen, wenn man ein Teutonia haben möchte. Ich habe ihn, wie gesagt, nur gekauft, weil es ein Schnäppchen war. Und weil ich diese Farbe unbedingt haben wollte. Also es ist ein dunkles Blau. Dann hat er rote Applikationen, weiß. Und der Stoff ist einfach so kariert. Das kann ich euch nachher beim Sport nochmal besser zeigen. Aber es gefällt mir so unglaublich gut. Und deswegen wollte ich, wenn ich ein Teutonia kaufe, wieder dann auf jeden Fall in dieser Farbe. So, jetzt könnt ihr meine Kinderwagen sehen. Meine Katze miaut hier immer, wenn sie alleine ist. Ja, was ist denn los, mein Schatz? Vermisst mal wieder ihre Schwester, die man mit ihr spielt. So, also das ist der Kinderwagen. Das ist wie gesagt die Hartschale. Ich würde sagen, fangen mit der Hartschale an. Die hat hier an der Seite innen einen Knopf. Den muss man drücken, dann kann man das Verdeck runter machen oder einfach hoch machen. Das Ganze geht nur in einer Position, also entweder ganz runter oder ganz nach oben. Das finde ich aber auch vollkommen in Ordnung. Dann hat die Wanne so eine Abdeckung hier. Die kann man natürlich abnehmen oder halt drauf machen. Die legt man einfach hier so rum und dann hat der Kinderwagen das einfach hier so kleine Verschlussteile und die kann man hier an das Verdeck befestigen und dann rutscht die auch nicht mehr weg, dann kann man die nicht mehr wegnehmen. Dann haben wir hier so ein kleines Windding, so ein kleines Erweiterung. Und wie nennt man so einen kleinen Windschutz, genau. Die kann man hier auch mit diesen gleichen Dingen auch hier oben am Verdeck festmachen.
Und da hat man sie sozusagen noch so eine kleine Erweiterung, falls es ein bisschen kälter ist. Oder auch als Sichtschutz oder irgendwas. Genau, und so sieht das Ganze aus. Der Kinderwagen hat hier oben am Gestell oder allgemein die Tragewanne hat hier oben noch so einen kleinen Griff, da kann man die so tragen. Finde ich auch sehr gut. Und dann war es auch, glaube ich, zur Babywanne. Das Verdeck hat 50+ UV-Schutz, das ist auch immer ganz wichtig. Es ist eine Matratze drin, alle Stoffe sind waschbar. Und ich glaube, mehr muss man da auch gar nicht sagen. Es ist eben eine kleine Babywanne, die aber auch groß genug ist, finde ich. Dann zum Gestell. Natürlich kann man den Griff hier verstellen. Da sind innen hier zwei Knöpfe. Und dann kann man den eben in alle Größen verstellen. So ist das Höchste. Und dann kann man den eben auch in verschiedene Positionen, so wie man den halt braucht. Wie gesagt, mit Lederüberzug finde ich ganz wichtig und ganz toll. Dann kann man am Gestell hier den Schieber verstellen. Einmal auf die andere Seite sozusagen. Der Kinderwagen hat große und kleine Reifen. Das zeige ich euch einmal. Also, er hat hier große Reifen und hinten hat er kleine, schwenkbare Reifen. Und wenn ihr zum Beispiel am Strand unterwegs seid, dann könnt ihr die großen Reifen nach vorne nehmen. Dann kann der Kinderwagen besser im Sand fahren. Und deswegen gibt es eben diese Funktion, dass man diesen Schieber einfach umdrehen kann. So, jetzt guckt das Baby natürlich nach vorne, also in dieser Babyschale. Das kann man natürlich auch alles umdrehen. Da muss man hier unten einfach den grünen Knopf reindrücken, den grauen raus. Auf beiden Seiten. Und dann kann man die Babywanne einfach nach oben ziehen. Dann ist sie draußen. So sieht die im Übrigen aus. Und dann habt ihr nur noch das Gestell. Dann kann man die ganze Wanne natürlich auch umdrehen. Also dann, wenn ihr am Strand fahrt, einfach, dass das Baby wieder zu euch guckt, einfach reinklicken. Das klickt zweimal. Und dann habt ihr die Wanne wieder in eure Richtung. Das Ganze könnt ihr natürlich auch wieder rückgängig machen, indem ihr das einfach wieder nach vorne zieht. So, dann kann man die Kinderwagen natürlich auch zusammenklappen und er hat auch eine Bremse. Die Bremse befindet sich nicht unten, sondern hier am Schieber. Dieses Ding hier ist die Bremse. Und zwar drückt man das einfach mit zwei Fingern so nach vorne. Dann springt hier so ein kleines graues Ding raus, wo so ein kleines rotes Lämpchen ist. Und dann ist der Kinderwagen fest. Wenn ihr sie lösen wollt, drückt ihr einfach auf das graue Ding. Dann ist sie gelöst und dann könnt ihr weiterfahren. Zum Zusammenklappen müssen wir leider die Babywanne abnehmen. Dafür drücken wir wieder den grünen rein, das graue runter auf beiden Seiten und ziehen die Wanne einfach raus. Und die brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Stellen sie also an die Seite. Und dann sieht der Kinderwagen einfach so aus. Einfach wie so ein Kinderwagen. Hier befinden sich die Maxi-Cosi-Adapter. Die kann man hier so einfach raus ziehen und einfach nach oben klappen und dann kommt der Maxi-Cosi rauf. Das zeige ich euch gleich nochmal. Erstmal wollen wir den jetzt zusammenklappen. So, fürs Zusammenklappen müssen wir den Schieber einmal auf die andere Seite machen. Das finde ich richtig scheiße und nervig. Aber ich weiß nicht, was Tortuga sich dabei gedacht hat. Vielleicht eine Sicherung für Kinder oder so. Auf jeden Fall nehmen wir dann die gleichen wie zum Rübermachen, die gleichen Clips und drücken das Ganze einfach nach unten. Und dann klappt das ganze Ding schon an sich zusammen. Und dann könnt ihr es einfach so fallen lassen und dann liegt der Kinderwagen auf dem Fußboden. So, so sieht das Ganze aus. Und was ich hier sehr, sehr praktisch finde und wirklich gut überlegt, sind so kleine Stoßfänger von Teutonia. Die sind auch schon standardmäßig drin und ihr seht, das Gestell kommt mit keinem Punkt auf den Fußboden, weil hier diese Stoßfänger das eben auffangen. Das finde ich wirklich richtig praktisch, weil bei unserem Bugaboo zum Beispiel sind diese Teile hier, diese Ecken total zerkratzt, obwohl wir den erst zweimal aufgebaut haben. Aber immer wenn man den aufbaut, liegt der auf dem Fußboden hier und die im Sand und so. Und hier hat Tonia wirklich so kleine Standfüße gebaut sozusagen, die hier eben Stand bieten und dass der Kinderwagen auch beim Zusammenklappen, ihr habt ja gerade gehört, der fällt einfach so zusammen, dass er nicht immer hier auf das Gestell knallt. Finde ich wirklich super. Und die Reifen könnt ihr auch einfach abnehmen, indem ihr hier das einfach zusammendrückt und dann kann man das alles einklappen oder rausmachen. Und zum Entlösen müsst ihr hier nur diese kleine Schnalle lösen. Das ist so eine Sicherung. Das macht ihr einfach, wenn ihr den auseinanderfaltet, macht ihr das hier einfach so, damit das wieder frei ist. So, jetzt wollen wir den natürlich wieder aufbauen. Das heißt, wir lösen die Klammer und ziehen das Ding einfach nach oben. Zack, und dann ist er wieder aufgebaut.
dann den Schieber auf die andere Seite oder wie ihr das halt möchtet. Die Reifen sind super easy festzustellen und zwar dreht ihr einfach hier dieses graue Rädchen in die andere Richtung und dann ist der Reifen fest. Und das Ganze zum Umdrehen natürlich wieder in die andere Richtung und dann ist er wieder lose. Zum Abmontieren der Reifen einfach hier oben dieses graue Ding reindrücken. Hier seht ihr jetzt ja die Maxi-Cosi-Adapter, die werden wir jetzt einmal benutzen und zwar klappen wir die einfach so aus. Ich finde es wirklich super, dass die schon eingebaut sind. Hier unten haben wir wirklich so ein kleines Ablagefach, natürlich mit Regenverdeck. Und jetzt werden wir mal unsere Maxi-Cosi darauf setzen. Hier der Cybex, den man einfach dann hier raufsetzen kann. Zack. Und dann habt ihr ein Travel System, so nennt man das ja. Und genau, so könnt ihr einfach die Maxi-Cosi oder Cybex oder Kitty einfach raufsetzen. Und das ist total praktisch, wenn man zum Beispiel mal kurz einkaufen geht. Kind schläft in Maxi-Cosi, ihr holt das Gestell nur aus dem Auto, Maxi-Cosi rauf, Kind kann weiter schlafen und los geht's. Das Gute ist ja auch bei unserem Kindersitz, dass ja, er eine Liegefunktion hat. Das heißt, wenn wir hier hinten ziehen, dann hat der ganze Kindersitz eine Liegefunktion. Das heißt, mit einem Griff ist die Liegeposition eingerichtet und das Kind liegt sozusagen in einer geraden Linie. Und dann hat man auch ein bisschen mehr Zeit zum Einkaufen, weil man nicht so gehetzt ist. Oh, das Kind darf nicht so lange im Maxi-Cosi sitzen, denn für Neugeborene sind dann nur 20 Minuten pro Tag angegeben. Und deswegen ist es wirklich sehr praktisch und auch wirklich sehr gut, dass man hier die Maxi-Cosi-Adapter schon vormontiert hat. Und dann können wir loslegen mit dem Sportaufsatz. Der Sportaufsatz kann natürlich in beide Richtungen montiert werden. Wir montieren ihn jetzt sozusagen wie ein Buggy. Es geht aber wie gesagt wirklich in beide Richtungen. So, den setzen wir rauf und ziehen ihn ein bisschen nach hinten. Dann rastet er wirklich richtig ein. Und dafür hat man hier auch zwei schöne Griffe. Man kann ihn wirklich sehr gut festhalten. Wir haben jetzt hier noch einen Fußsack drin, also nicht wundern, warum der jetzt so komisch aussieht. Wir haben hier einfach so einen Winterfußsack drin. Der war dabei beim Kauf und den haben wir jetzt noch nicht entfernt, weil wir den Sportsitz ja wie gesagt nicht benutzen. Aber ich denke, das sollte nicht stören. Das Verdeck können wir natürlich aufklappen. Das Verdeck hat hier so ein kleines Guckfenster, damit wenn das in Buggy-Richtung ist, dass wir das Kind auch sehen. Dann haben wir hier hinten noch so eine kleine Tasche, kann man noch was verstauen. Auch in diesem gleichen Muster vom Kinderwagen. Und dann können wir hier einen Reißverschluss lösen. Und dann kann man das hintere Teil abnehmen. Und dahinter ist ein Moskitonetz. Das heißt, wenn es im Sommer extrem warm ist, kann die Luft besser zirkulieren. Das finde ich auch total wichtig bei Kinderwagen. So, dann sieht das Ganze so aus. Wir haben natürlich hier auch einen Bauchbügel. Den habe ich jetzt oben in der Wickeltasche, denn wir haben zu den Kinderwagen auch eine passende Wickeltasche, sowie einen Sonnenschirm. Aber hier gibt es natürlich auch einen Bauchbügel, den man einfach ran montieren kann. Die Fußstütze kann man auch einfach verstellen. Für die Fußstütze gibt es hier so einen kleinen grauen Knopf. Den drücken wir einfach und dann können wir die auch verstellen oder einfach wieder nach oben montieren. So, dann können wir den natürlich auch zum Sitzen machen. Das Kind soll nicht nur schlafen. Dafür drücken wir das einfach nach oben. Und dann sitzt das Kind auch. Also alles total easy, wie bei jedem anderen Kinderwagen auch. Der Sitz sieht so aus, wie das Farbmuster. Und hier oben hat er so ein Weiß. Und genau, der Anschnallgurt hat noch Polster und ist ein 5-Punkt-Gurt. Also wir haben hier oben so Polster dran und dann ist es eben ein 5-Punkt-Gurt. Auch am Schritt haben wir hier so ein Polster und den Gurt klickt man einfach auf beiden Seiten einfach rein. Das kann man einzeln machen, muss man nicht zusammen machen, sondern auf beiden Seiten einzeln. Und das ist wie gesagt der Fußsack, den kann man so komplett öffnen. Richtig schön dick mit Lammfell, also ein richtig schöner Fußsack. Man kann das untere Teil hier auch verlängern. Das heißt, wenn die Füße vom Kind einfach oder wenn das Kind ein bisschen größer ist, dann kann man das hier unten verlängern und aufmachen. Auch sehr praktisch. Und das war jetzt sozusagen so der
Kinderwagen, der Fußsitz, der Sportsitz. Diese beiden Schlaufen, da fragen sich jetzt bestimmt viele, die sind für den Bauchbügel, den man hier machen kann. Den kann man hier durchführen und dann rutscht der Fußsack nicht durch die Gegend, sondern ist wirklich fixiert und fest. Ja, und dann war das der Kinderwagen. Zusammenklappen könnt ihr den natürlich mit Sportsitz, nur halt nicht mit der Babywanne. Beziehungsweise würde die Babywanne einfach mitten in der Luft schweben, das macht aber keinen Sinn. Genau, und so sieht der Kinderwagen dann aus. Ich finde, diese Buggy-Funktion sieht wirklich gut aus und wirklich schick. Das Verdeck kann man natürlich noch ein bisschen weiter nach vorne machen, wenn das Kind sitzt. Und genau, das war unser Kinderwagen, unser kleiner Teutonia BU. Wirklich ein wunderschöner Kinderwagen, aber wie gesagt, Teutonia ist pleite gegangen und dementsprechend könnt ihr keine neuen Bugaboos, neuen Teutonia mehr kaufen. Das heißt, guckt auf jeden Fall mal gebraucht, da gibt es sehr schöne Kinderwagen. Und ich habe diesen hier auch gebraucht gekauft, bin super zufrieden. Und genau, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst eure Meinung in die Kommentare da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!